Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Ich habe meinen Fokus hier, aber habe ich auch einen an? Nee, ich habe selber keinen. Ich muss meinen Fokus finden. Perfekt, passt. Gut, ich habe meinen nicht an. Erstens blockiert das mein linkes Ohr, ich höre auf dem linken Ohr dann nichts, ja, aus dem Kopfhörern. Zweitens, oh Gott, er ist sehr unbequem. Oh Gott, die armen Karten, ey. Und drittens, ja, ich lasse ihn jetzt einfach mal weg, ja? Okay. Ich würde sagen, genau, beim letzten Mal ist ja Rost leider verstorben. Oder ermordet worden, je nachdem, wie man es auslegen will. Und wir wurden... Wir können uns nicht mehr heilen, nichts. Und wir wurden... Wir sind wieder in diesem Berg aufgewacht, nachdem er in einer Explosion weg war. Und wir sind jetzt... Ich habe keine Ahnung, wo. Es sieht aus wie so ein Tempel. Oh, hier gibt's eine Cutscene. Mal gucken. Meine Sachen, gut. Und wo ist mein Fokus? Oh, hier, okay. Na gut, da haben wir ihn wieder. Ich werde ihn trotzdem nicht anziehen. Wenn es ihn als Souvenir zum Kaufen gibt, dann schon. Was? Also wenn ich sowas auf Amazon finde, dann... Also so ein richtiges Ding, dann... Aber nur Stammmütter dürfen ihn betreten. Oh, wir sind im Berg. Ja, lol. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich sehe meinen Bogen nirgends. Und diesen kaputten Fokus, den ich diesem Mörder abgenommen habe. Wo ist das alles? Ja, warte, ich will aber... Hä? Sind wir nicht... Ach nee, wir kamen von hier. Ich will nämlich noch nach da hinten gucken. Sieht nämlich so aus, als wäre hier was. Ich habe keinen Bogen. Ach so. Ja, gut. Hier sind so Kerzen. Hier. Hier ist nichts. Okay. Aber das sieht so richtig edel aus, muss ich sagen. Ich empfange eine Art Signal. Und wo? Bunkertür. Das sieht hier wie die Ruinen aus, in die ich als Kind gefallen bin. Was gibt's hier? Die Nora haben diesen Ort da. Mit meinen anderen Sachen. Das muss sein, den ich dem Mörder abgenommen habe. Okay, dann haben wir den auch wieder. Unser Bogen. Sehr schön. Es tut mir leid wegen diesem Ding hier. Ich kann es einfach akut jetzt noch nicht ändern. Ich muss da noch eine Lösung für finden. Mal gucken. Wow. Scheint unser Bogen zu sein. Okay. Was kannst du mir zeigen? Ich glaube, der ist kaputt. Eine Fehlfunktion oder so. Ich weiß es ja nicht. Oh, was ist das? Ich kann das nicht lesen. Ich kann kein Kryptisch. Habe ich nicht auf der Tisch gegeben. Ausgrabungen stoppen und sofort zum Missionspunkt. Vermeidet Kontakt zu den Nora-Wilden. Doch wenn man euch sieht, tötet die Zeugen. Bild der Zielperson im Anhang. Versagt nicht. Also, ist der Typ nicht der gewesen? Bild der Zielperson. War das nicht der Dude, der... Wer sagt, dass ich genauso bin? Das ist der Dude von vor der Hütte. Olens Fokus. Wie ist das möglich? Dann Beeilung. Ich komme jetzt. Warte auf Identiscan. Ihr dürft nicht länger auf Ted hören. Hört endlich auf mich. Wer ist das? Von wann? Ich habe keine Ahnung. Frag mich doch nicht. Ich bin völlig überfordert gerade. Das ist die Mom. Bist du meine Mutter? LOL. Ich soll sterben, weil ich aussehe wie du. Aloy, du bist wach? Du hast mich hergebracht. Schnell, du musst mir folgen. Was ist denn los? Zu dem Ort, ich verstehe halt irgendwie gar nichts. Du wirst einfach in den Berg geworfen. Yo, guck mal, das ist deine Mom. Und der Typ, den du kennst, der will dich töten. Ah, ich habe jetzt immer meinen Bogen. Es ist besser, es zu zeigen. Ja, warte, ich will noch hier rüber, Tirsa, bitte. Ich komme hier nicht hin.
Verstärkt. Okay, aber sonst komme ich hier auch nicht hin. Gesicherte Eindämmungsluke. Yo. Was ist das? Achso, das ist Tiersa. Ja, gut. Komm mit, wir gehen davor. Okay, wir können auch wieder kämpfen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Sache ist, wenn wir wieder kämpfen können. Vielleicht erwartet uns hier was. Oh, das ist einfach riesig. Wow. Okay. Unter seiner Mutter zu sterben ist heilig. Lansra wollte es nicht, aber Jessa stimmt mir zu. Ist meine Mutter hier? Werde ich sie sehen? Es ist kompliziert. Bitte komm einfach mit. Will ich die öffnen? Nein. Aber du kannst zaubern, oder wie? Tirsa? Ähnelt meine Mutter mir. Bis auf die Haare. Das sollte unmöglich sein. Deine Mutter ist keine Frau, Aloy. Hä? Der Berg ist deine Mutter. Bitte was? Ich... Was? Was meinst du denn damit? Komm. Ah ja. Da oben ist so ein Tech-Laser, der tötet mich. Was ist das hier? Die große Kammer, in der die Urmutter den Metallteufel vernichtete und dich gebar. Bitte was? Aloy, das Erprobungsmassaker war erst der furchtbare Anfang. Unser Kriegstrupp, der hinter den Mördern her war, wurde überfallen und abgeschlachtet. Was hat das mit meinem Geburtsort zu tun? Nun, ich auch gern wissen. Hoffe alles. Und hier haben wir dich gefunden. Du hast geschrien. Wir sahen nach und da warst du. Ich lag da einfach? Ja. Magie! Meinst, ich kann durch diese Tür? Daran habe ich immer fest geglaubt, dass du dem Leib des Bergs entsprungen bist. Es war ein Geschenk der Urmutter selbst. Ich frag Doch mich. Andere, wie Lansra, sahen dahinter vielmehr eine dunkle Macht. Kein Geschenk, einen Fluch. Aber das ist keine Göttin. Aloy! Das ist eine Tür. Mit Leuten dahinter. Meine Mutter? Oh. Dankeschön, dass irgendjemand wenigstens noch durchblickt. Oh mein Gott, das ist ein riesengroßer Laser. Identity-Scan wird durchgeführt. Die Göttin spricht. Das ist wie die Frau, die ich sah. Fehler. Alpha Registry beschädigt. Identität nicht bestätigt. Zutritt verweigert. Nein. Bitte was? Wir können theoretisch in diesen Berg rein, wenn dieser Scanner nicht kaputt ist. Bitte. Fühl ich. Bitte. Ich frag mich echt, was mit den Menschen in 1000 Jahren los ist. Das ist alles so ein bisschen seltsam. Ich will nicht mehr in 1000 Jahren leben. Aloy, die Urmutter sprach mit dir, als ob sie dich kennt. Das ist ein Roboter. Hast du nicht zugehört? Sie hat mich nicht erkannt. Wegen der Verderbnis. Das waren ihre Worte. Also, wenn du die Verderbnis heilst, wird sie dich erkennen. Und wie sollte das gehen? Du hattest Visionen von einer Frau mit kurzem Haar? Ja, die Mörder wollten mich, weil ich wie sie aussehe. Aber sie sind unüberwindlich. Ich häng ja voll hier im Text drin. Es tut mir leid, Leute, ich hab das nicht gesehen. Er war einer der Fremden, am Tag vor der Erprobung. Ich selber die Mörder auch. Sahen mich durch ihn. Ganz nicht. Ich kann weg. Er lebt im Meridian. Dann musst du das Heilige Land verlassen.
Ja, ist ein bisschen problematisch. Ich kümmere mich in der nächsten Folge drum. Ich weiß, dass ich nicht mehr so vorm Text sitze. Warum nicht auch Verbannte? Psst, es geht auch anders. Komm, dann machen wir es so. Werde ich jetzt verbannt oder wie? Cool. Der Stamm könnte ausgerottet werden. Wie kommt das? Nach dem Massaker bei der Erprobung schickten wir einen großen Kriegstrupp nach den Mördern aus. Mehr als die Hälfte starben. Bitte, was ist das? Das sieht aus wie so ein Superlaser. Der einfach hier so, bam, dass er... Oh mein... Nee, ich dachte, er würde hier hinzeigen. Nee, durch die Tür kommen wir nicht mehr. Oh, es hat gelaggt, sorry. Aber ihr seht das sowieso nicht wirklich. Ja, ich bin da, Tirsa. Oh. Wie wurde der Kriegstrupp besiegt? Die Mörder kämpfen nicht allein. Ja? Die Mörder, es tut mir sind leid, geflohen. Aber Erzmutter Tirsa hat befohlen, dass du nicht ohne sie gehen darfst. Ja, aber die steht auch hinter mir. Oh. Oder auch nicht? Ob sie nicht will, dass wir uns selbst helfen. Und was ist dein Plan? Dies hier ist mein Plan. Dir deinen Geburtsort zu zeigen, damit du deinem muttergegebenen Schicksal folgen kannst. Erstmal hochheilen ist wichtig. Und wartet mal. Ne, falscher Knopf. I. Fertigkeiten. Wir haben schon wieder 5 Stück. Da würde ich doch direkt mal sagen, gucken wir mal rein, was sich denn so lohnt. So. Ja, das ist gut. Okay, wir haben noch 3. Machen wir stärker. Zusätzlich natürliche Rohstoffe. Doppelt die Kapazität des Medizinbeutels ist halt auch mega. Chance auf mehr Rohstoffe beim Plündern. Das ist halt auch mega hier. Dass wir noch unsichtbarer sind beim Ducken. Aber wir haben noch nichts bei Sammler und hier haben wir schon sehr viel. Deswegen, das ist halt auch gut, dass man einfach zusätzlich noch mehr Sachen findet, wenn wir was finden. Also wenn wir eine Blume durchsuchen, finden wir zusätzlich noch mehr. Das fände ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Was das ist, ist halt einfach Fragezeichen, das ist auch seltsam. Wobei ich halt schon gerne unauffälliger wäre. Also noch schwerer sichtbar als ohnehin schon. Wobei dieses Schildbruch oder, nee, es kostet 2, dann kriegen wir das hier nicht mehr. Hier, dass man sich besser konzentrieren kann, dass die Zeitlupe ein bisschen länger dauert, ist halt wirklich, wirklich gut. Also ganz ehrlich, diese Spalt hier ist der Wahnsinn. Dreifachschuss. Ach so, klar, mit 3 Pfeilen gleichzeitig. Auch nicht schlecht, wir müssen uns jetzt entscheiden. Schlag von unten? Ich weiß halt nicht, wie häufig das drankommt. Kämpft man noch häufiger gegen Menschen? Ich finde das nämlich ziemlich brutal. Weiß auch nicht. Bin ja nicht so überzeugt davon. Stiller Sprint, yo. Ich glaube, wir nehmen das schwerer sehen. Also wenn wir uns jetzt ducken, sehen die uns noch weniger. Warte, stopp. Wir können was herstellen. Vergrößere deinen Waffenbeutel. Finde ich gut. Medizin? Nein. Was war eigentlich das? Achso. Modifikation, Stolperfallen. Hier, Jägerbogen. Yes! Wie viele Pfeile können wir tragen? 30! Das hat sich schon mal direkt gelohnt. Bam! Lass mich reden. Ja, wir können jetzt weitermachen mit der Story.
Ach, dürfen wir raus, ja? Ah, sehr schön. Ist es getan? Oh, das ist ein bisschen gebuggt. Ja. Sie weiß es. Schwestern, die Göttin hat zu Aloy gesprochen. Sie soll die Verderbnis heilen. Ha! Und wie soll sie es machen? Sie muss dazu unser heiliges Land verlassen. Als Sucherin? Wenn die Göttin es das, so will, das muss es sein. Das ist arg verbuggt, diese Textur. Das ist arg verbuggt. Sucherin. Ich bitte dich, Lansra, sei vernünftig. Das wird eure. Die Textur hier, diese Textur an ihrem Hut, ist komplett tot. Ich weiß nicht, woran das liegt. Nicht meine. Schickt sie suchen, auf dass wir sie nie wiedersehen. Ich bin Profi, ich schaff das. Darauf erstmal ein Schluck Wolwig-Wasser. Jetzt sind wir Sucher. Aloy, bei der heiligen Gnade der Göttin weihen wir dich hiermit zur Sucherin des Nora-Stamms. Okay, jetzt sind wir Sucher. Herzlich willkommen beim neuen Quidditch-Turnier. Der heiligen Aufgabe jetzt im Weg. Möge die Urmutter dich schützen und stützen. Bleib dir treu. Hatte ich vor. Vielen Dank. Ey, diese Textur ist so tot. Ich bereite die Hymne vor. Das ist schlimm. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht ist die Cutscene einfach so. Ja, mal gucken, mal gucken. Wir alle hoffen auf dich. Tirsa, was ist dein Sucher? Du. Und hier ist dein Zeichen. In Zeiten der Not können die Erzmütter einen Sucher weihen. Einen würdigen Krieger, der große Ziele erreichen soll. Wo auch immer diese Ziele ihn hinführen. Auch außerhalb des Heiligen Landes? Ja. So wie es aussieht schon, ja. Und mit dem Recht, nachher wieder zurückzukehren. Oder wenn es notwendig wird. Ach ja. Ich kann überall hingehen? Ich kann also überall hin. Ohne Einschränkung. Sogar an verbotene Orte, wie die verdorbenen Lande, fern der Urmutter. Oder die Ruinen der Metallwelt. Die Ruinen der Metallwelt. Gut. Ich will dahin. Die Metallwelt? Warum sind die Ruinen der Metallwelt verboten? Ja. Das sind schlechte Orte, Aloy. Dunkel und böse, wie die Kinder des Metalls, die sie bauten. Als sie die Urmutter umbringen wollten, löschte ihr Zorn ihre Städte aus. Aber nicht ihre Sünden. Ihre uralte Bosheit haust in den Ruinen, um jeden zu verführen, der so dumm ist, hineinzugehen. Aber ich war in einer Ruine. Es sah fast wie im Innern der Urmutter aus. Das kann gar nicht sein. Es ist so. Dann ist das etwas, was ich nicht begreife. Du wirst die Wahrheit wohl herausfinden. Ganz kurz. Das ist Spiel 1000 Jahre in der Zukunft. Bitte, wer ist die Urmutter? Und wie viele Krieger hat die Urmutter damit beauftragt, diese Lande zu zerstören? Weil wir wissen ja, dass es, also, ja. Sowas wie Magie und so Zeugs nicht gibt. Da frag ich mich jetzt aber, ist das wahr? Oder haben die Maschinen selber diese Städte ich hab keine Ahnung. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach. Ich sollte jetzt gehen. Schönen Tag noch, tschüss. Zuerst musst du zu den Toren des Beckens gehen. Sprich mit Varl. Er zeigt dir den Weg nach Meridian. Kein Problem, ich geh's hin. Wenn irgendein Nora dich aufhalten will, dann zeige, dass du eine Sucherin bist. Werde ich. Danke, Tirsa, für deine Hilfe. Die Urmutter segne und beschütze dich. Tirsa ist einfach die Beste. Ich bin die Beste! Wir wollen. Aha! Reinigt euer Herz. Ich bitten wir um Vergebung für die Sünden, die uns ins Elend gestürzt haben. Ja. Boah. Das war ein starker Lag. Let's go. Sie hat also überlebt. Na klar, habe ich überlebt. Ich bin ja auch hier. Der Boss hier, zack. Bam, ihr könnt gar nichts. Ich bin Magier. Und wenn wir jetzt sneaken,
Auf jeden Fall sollten wir schwerer gesehen werden, wurde mir gesagt. So, da vorne ist ein Safe State. Ah ne, der ist vorm Dorf, gell? Aloy! Aloy! Tab? Der Urmutter sei Dank. Ich hörte davon, aber ich war nicht sicher, bis ich dich gerade sah. Ich bin back, ich lebe noch. Alles gut. Schön, dass es dir gut geht. Stimmt, das ist der Dude, den wir gerettet haben in der ersten oder zweiten Folge. Macht mir das Tor auf. Weißt du eigentlich, wie gefährlich es da draußen ist? Ach! Durch. Ich überlebe das schon. Du musst fragen, auf dem Wall. Er ist jetzt Kriegsherr. Ich weiß nicht, ob er dir hilft. Ich muss jetzt gehen. Okay. Urmutter schütze dich. Dankeschön. Ich würde gerne noch das... Urmutter sei Dank. Oh. Ich will nicht mit dir reden. Mach's gut. Mein Gott. Ich würde gerne hier diese Pflanzen aufsammeln. Ich habe so... Ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl bei dem Kriegsherrn. Dass das der Dude ist, der versucht hat, mich zu töten. Ignoriert sie. Setz den Bericht fort. Es soll im Becken angeblich einen Dämon geben, ein Ding aus dunklem Metall, das alle weg hier. Kann. Wo ist er hergekommen? Man sagt, er durchbrach die Tore des Beckens. Ja, das ist der Dude. Ist der da. Wahl und seine Leute. Ich muss durch das Tor. Und seit wann interessiert es mich, was ausgerechnet du musst? Ich erinnere mich an dich. Ich kenne dich von der Erprobung. Bast hat meine Trophäe zerstört. Und du hast zugesehen. Du sprichst schlecht von den Toten? Du kennst gar keine Scham. Fast hätte ich dir einen Pfeil reingejagt. Und du bedrohst mich, auch noch vor Zeugen. Wenn die Erzmütter das erfahren, wirst du wieder eine Ausgestoßene sein. Nee. Ich bin eine Sucherin. Ich bin zur Sucherin geweiht. Öffne das Tor. Du, Sucherin? Sind Tirsa und Jezza jetzt verrückt? Nö. Schlimm genug, dass du bei der Erprobung warst. Du kannst gar nichts. Ich bin jetzt ein Sucher. Du hast kaputte Federn hinten. Die Textur ist ein bisschen weird. Und unsere Kinder zu. Ich glaube, ich starte das Spiel vor der nächsten Folge nochmal neu. Du bist ein Niemand. Wenn du Tirsa und Jezza für Verräter hältst, warum gehst du nicht hin und sagst es ihnen? Oder sprichst du nur so oft, wenn keine Vorgesetzten da sind? Ich bin der Nora Kriegsherr. Und ich bin eine Sucherin. Also tu, was ich sag und öffne das Tor. Wir haben einen sehr starken Charakter. Also das muss ich mal kurz appreciate. Wir haben, glaube ich, den stärksten Charakter, den ich je in einem Videospiel gesehen habe. Das ist tot. Oh no. Ah, das ist nur so einer. So ein Hans. Das ist was anderes, oder? Oder es ist was ganz Kleines und es ist nur ein Troll. Bitte, was ist das denn? Da ist ein Seil. Wait, what? Göttin, was macht er mit ihnen? Er kann sie kontrollieren. Oh mein Gott. Was? Das kann... Macht euch bereit! Ich würde dir gern scannen, hallo! Was hast du hergelockt, du mutterloser Fluch? Ich glaube, der mag mich nicht. Tötet sie alle! Ich will... Macht euch bereit! Hallo. Fluch, einen Dämon. Oh, ich kann das abbauen. Es ist soweit. Ich muss auf Position. Wie in Minecraft, gell? Da kommt er. Nein, da kommt er nicht. Angriff! Passt auf die Läufer auf! Sie sind verrückt geworden! Für die Nora! Oh mein Gott, ist der riesig! Okay, er ist down. Ich bin vergiftet oder so. Nein, ich will... Oh mein Gott, bitte was? Ich überlebe das nicht.
Da ist der Dude. Ich sehe meinen Pfeil nicht. Oh mein Gott. Ja gut, also oh mein, bitte was? Okay. Ich habe gehört, die können mich nicht attacken, wenn ich Sachen durchsuche. Okay, wir werden sowas von sterben. Oh. Okay, okay, okay. Ich hab's kapiert. Wieso scanne ich den eigentlich nicht einfach? Da oben, das ist ein Schwachpunkt. Bitte was? Bam! Zack! Oh mein Gott! Okay, aber er ist down. Er ist gleich down. Ich wähle meine Feuerpfeile aus. Oh, sein Stachel. Okay, er burnt. Ich glaube, er burnt down. Mein Gott. Erledigt. Yes. Wie machst du das? Bam. Yes. Puh. So muss das. Perfekto. Besiegt. Okay. Das da. Was ist das? Ah, damit kontrolliert er. Mit dem Fokus. Kann ich das verwenden? Ich habe keine Ahnung. Magie. Probieren wir es aus. Bloß ein paar Drahtschlingen. Das sollte halten. Ich muss es nur noch testen. Aloy, wie hast du das gemacht? Magie. Du tötest den Dämon und weidest ihn komplett aus. Die Kontrolle über die Maschinen. Ich glaube, ich weiß, wie es geht. Ich will es an einer Maschine testen. Ich glaube, jetzt kommt das Reiten. Es sind viele Läufer auf dem Weg zu den Toren des Beckens, glaube ich. Ganz genau. Und zu den Toren wollte ich ja ohnehin. Ich muss mit Val sprechen. Ich wusste, dass du anders bist, Aloy, aber... Aber was? Ich glaube, du bist ein Segen der Urmutter. Egal was, Rash... Er denkt was anderes. Danke, Tab. Aber ich muss jetzt los. Das irgendwie ist Tab bisschen sass, ich weiß auch nicht. Ich denke an dich. Vielen Dank. Göttin, vergiss die ungläubigen Krieger! Das Tor muss sofort repariert werden! Und da vorne gibt's einen Speicherpunkt. Eine Maschine finden und dieses Gerät ausprobieren. Und an der Stelle scheint auch die Folge zu enden. Wenn euch die Folge gefallen hat, zeigt das gerne mit einer positiven Bewertung. Würde mich freuen. Mir hat's auf jeden Fall mega gefallen. Wir haben so viel Neues erfahren. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, Leute, und ciao.